In einer Veranstaltung der Katholischen Akademie in Bayern wurden verschiedene Aspekte der christlichen Theologie zum Thema Körper und Leib vorgestellt und erörtert. Vor einigen Tagen sprach ich zufällig mit einer Teilnehmerin unserer heutigen Abendveranstaltung. Ich hoffe, dass sie jetzt auch hier ist. Als geborene Spanierin sagte sie zu mir: Ich habe mich für Ihre Veranstaltung Körper und Leib angemeldet und bin ganz gespannt darauf. Nicht zuletzt auf das Problem selbst, das man anscheinend nur im Deutschen formulieren kann, indem es die beiden unterschiedlichen Begriffe Körper und Leib gibt. Die anderen Sprachen, zumindest in meinem Spanisch, kennen diesen Doppelbegriff nicht. So, ich habe nachgedacht, wie ist es im alten Latein, im alten Griechisch, wie ist es im Englischen? Haben wir also zu einem deutschen Problem eingeladen oder zu einer Fragestellung, die sich nur der philosophisch getränkten deutschen Sprache verdankt? Seien Sie also sehr herzlich willkommen geheißen zu unserem Gesprächsabend Körper und Leib. Ich glaube, dass es Sinn macht, einen Unterschied zu treffen. Insofern dort, wo wir diese Unterscheidung machen, der Begriff Körper gerne genommen wird, um die Materialität des Körpers in den Blick zu nehmen und ihn als ein Phänomen zu betrachten, auf das ich blicke, das ich habe. Der Leib wäre für mich eher ein Begriff, wo ich sage, dass ich mein Körper bin, dass ich mein Leib bin und dass ich ihn nicht auf eine bare Materialität, wie in der Cyberworld gerne gesagt, sehr polemisch, eine Wetware, eine Nassware, eine Fleischware, eine Feuchtausstattung. Das ist für mich eine sehr distanzierte Art, mit dem Körper umzugehen. Kann ich mich von meinem Körper distanzieren? Der Begriff Leib macht deutlich, dass ich eine Beziehung zu meinem Leib habe, dass ich mein Leib bin und dass dieser Leib der Grund auch all meiner sogenannten geistigen Fähigkeiten ist. Ein Bewusstsein zu haben, Wissen zu haben, denkfähig zu sein, Emotionen zu haben. Ich bin der Überzeugung, Denken und Emotionalität gehören ganz eng auch zusammen. Dieses, sich klarzumachen, dass es eine Dimension der Materialität gibt, die im Begriff Leib mitschwingt, und dass es eine Geistigkeit gibt, ein Bewusstsein gibt, die für unsere Wahrnehmung ja auch in uns abläuft, auch in einem Gehirn abläuft, aber nicht nur dort, das Bestandteil unseres Körpers und Leibes ist, das ist für mich der Unterschied zwischen Körper und Leib. Zu zeigen, dass wir auch in einer säkularen Gesellschaft, wo viele mit dem Christentum und der Körper- oder körperproblematisierenden Tradition des Christentums nicht mehr arg viel am Hut hat, im Grunde ähnliche Probleme mit uns herumtragen, wie sie eben die ersten Theologen beschäftigen. Die Frage der Vergänglichkeit, der Begrenztheit des Körpers, der Begrenztheit durch den Körper, sogar das Gefühl des Eingeschlossenseins im Körper, das ja eine ganz starke Metapher ist in der frühen Theologie auch, zu zeigen, die Probleme sind ja nicht weg, nur weil wir uns säkularisiert haben. Und letztlich auch dann in einem dritten Schritt zu zeigen, beziehungsweise zumindest aufmerksam darauf zu machen, wenn ich das Christentum ernst nehme in seiner Botschaft, dann muss ich vielleicht nicht ganz so arg verzweifeln an diesem begrenzten und begrenzenden Körper, wie wir das heute doch sehr, sehr viele stark tun.